Ladies and Gentlemen, Showtime in Polen mit Cindy und diesmal begrüßen wir zur American History Show. Eine Show, die in den nächsten gut 45 Minuten die Geschichte Nordamerikas zum Besten gibt. Eine Show, die dargestellt wird mit vielen verschiedenen Akteuren, genauso wie mit den unterschiedlichsten Tieren. Und natürlich möchten wir nicht, dass hier irgendjemand verletzt wird, weil er unter die Hufe oder unter die Räder kommt. Deshalb bitte ab jetzt nicht mehr auf oder über die Main Street treten. Bleiben Sie bitte hinter den vorgesehenen Sperrmaßnahmen. Brutalität, Mord und Totschlag werden uns tagtäglich durch die Medien bis ins Wohnzimmer gebracht. Und das bisschen kostbare Freizeit, das wir zur Verfügung haben, sollte nicht noch zur Verherrlichung gegen diese Gewalt verwendet werden. Und wenn Sie da mit uns einer Meinung sind, sagen wir an dieser Stelle schon mal ganz herzlich Dankeschön an Sie alle. Dankeschön. Als Tapper oder Fallensteller ihr Geld zu verdienen. Die Tapper, Fallensteller und Goldsucher des Wilden Westens. Am 12. April 1861 ist von Samter von Gott mit der Erdtruppe beschossen worden. Somit befinden sich die Süd- und die Nordstaaten offiziell im Krieg. In riesigen Herdenverbänden waren sie unterwegs auf der Prärie Nordamerikas. Die Indianer trainierten sich vom Fleisch dieser Tiere, verwendeten die Felle für den Bau ihrer Tipis und Lagerstätten und aus den Knochen, da wurden Waffen, Werkzeuge und Instrumente hergestellt. Selbst eine Sehne konnte man dazu brauchen, einen Jagdbogen zu bauen, der dann wiederum den Lebensunterhalt einer ganzen Familie sichern konnte. Die Tiere, die Sie hier sehen, sind noch immer wilde Tiere. Den Krankheitserregern des weißen Mannes nichts entgegenzusetzen hatte. Und ein langer Weg der Leiden nahm dann seinen Lauf, als die Kavallerie begann, einen Stamm nach dem anderen aus ihrer Heimat zu vertreiben. Ha 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 ha!
Situation, da kann uns eigentlich nur noch einer weiterhelfen und das ist ein Gesetzündiger. Tja, wenn unser Gesetzündiger ein bisschen kleiner ist als woanders, weiß er trotzdem, wie er mit diesen Galoppen umzugehen hat und für Recht und Ordnung sorgen muss. Hey, hey, hey! Also komm, jetzt hast du wieder runter! Also wirklich, keinen Respekt mehr vor Recht und Ordnung, diese Kerle! Das darf doch nicht wahr sein! Aber zum Glück gibt es ja noch ein paar Hilfs-Sheriffs, die dabei eilen, um Recht und Ordnung zu vertreten. Der Marshall ist wieder zurück auf den Boden der Tatsachen. Der Revolverheld wandert in den Pullman County Jail. Und der Undertaker kann nur unverrichteter Dinge eine leere Kiste nach Hause schieben. Die postdeutschen Linien des Westens verbinden die Städte miteinander und sorgen dafür, dass Passagiere sicher an ihr gewünschtes Ziel gelangen. Eine Reise mit einem solchen Gefährt war bei keinerlei Erholung und so war jeder Fahrgast froh darüber, wieder festen Boden unter den Füßen zu spüren am Ende des Tages. Eine der größten Linien damals war die Wells Fargo Overland Stage, die eine Strecke von 4500 Kilometern in weniger als 21 Tagen miteinander verband. Pferde wurden gewechselt, Pausen so kurz wie nötig gehalten und schon ging es wieder weiter, dem nächsten Ziel ein klein wenig näher entgegen. Befreien. Die Flucht scheint zu gelingen. Und unserem Marshall bleibt nichts anderes übrig, als sich darüber zu ärgern, dass die Ganoven entkommen sind. Eins, das weiß er. Morgen passt er wieder besser auf und lässt sie nichts mehr entwischen. Unser Marshall der Westernstadt, der legendäre Big Joe. Das Fahrzeug hier, der sogenannte Chuck Wagon. Mit ihm wurde der Proviant und die Ausrüstung der Cowboys transportiert und es war Aufgabe des Koppes, der Herde vorauszueilen, um einen geeigneten Lagerplatz mit genügend Wasser und Weideflächen zu finden. Dort angekommen wurde dann schließlich ein Lagerfeuer errichtet, eine wärmende und stärkende Mahlzeit zubereitet und dann sich bald niedergelegt und wenig gehört. Nach manchen Tagen, da wurde es noch richtig romantisch an diesem Planwagen und an diesem Lagerfeuer. Die Cowboys begannen sich Geschichten zu erzählen über Ereignisse, die sie selber schon einmal miterlebt hatten. Und gelegentlich wurde dann auch noch eine Gitarre oder Mundharmonika zur Hand genommen und somit der Grundstein gelegt für die gute alte Country Music, die man heute noch zu hören bekommt.